Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Liborio TV. Mein Name ist Christian Heinrich. Jetzt kann ich schon mal darauf hinweisen, dass wir morgen auch wieder unterwegs sind. Aber morgen sind wir auf dem Platz der Republik, weil Anselm Lenz dort eine Demonstration angekündigt hat. Wir wissen noch nicht genau, ob sie überhaupt erlaubt ist. Aber eigentlich findet sie um 15 Uhr statt. Und viele kennen ja Anselm Lenz über den demokratischen Aufbruch. Er ist ja Journalist. Und wir werden dann dort am Rande zumindest dieser Demonstration uns befinden und ein paar Leute interviewen. Ich kann auch jetzt schon darauf hinweisen, dass wir nächste Woche in der Friendly Society in der Griebener Straße 23 4 Tage eine, ja, ich will mal sagen, Gesprächsrunde stattfinden mit Georg. Einige von euch werden ihn kennen von dem Telegram-Kanal Wege zur Glückseligkeit. Und Kai Brenner als Gast. Kai Brenner ist bekannt durch Krank war gestern, auch auf dem Telegram-Kanal zu abonnieren. Ja, wir werden dort uns treffen, wir werden einige Themen bearbeiten, darüber diskutieren mit einem kleinen Publikum, weil viele dürfen ja leider nicht kommen und naja, die können dann aber ein paar Fragen stellen und wer Interesse hat, kann eine E-Mail schicken an info@christian-heinrich.com. Wir werden das auch nochmal einblenden und dann können wir schauen, ob noch ein Plätzchen vorhanden ist. Wir würden uns sehr freuen, wir freuen uns immer über eine rege Diskussion und mit vielen unterschiedlichen Meinungen. Wir sind da sehr offen und das ist eigentlich auch der Sinn der Sache und deswegen machen wir auch diese Interviews hier auf dem Alexanderplatz. Wir wollen auf die Menschen zugehen. Wir wollen uns nicht trennen von ihnen und spalten. Wir wollen den Diskurs und deshalb sind wir hier. Und ja, jetzt schauen wir doch mal ein bisschen um. Jetzt haben sich da natürlich nicht so viele hier in meiner Nähe versammelt, aber wir haben ja zwei Beine und wir können uns ja in die Richtung bewegen und dann werden wir uns ein paar Leute aussuchen. Lassen wir uns mal überraschen, was auf uns zukommt. Juhu.